So, wir testen mal die neue Tasche von dem Pyromancer. Das ist ein Schwert, den können wir direkt reinopfern. Ne? Ein Dolch mit reinopfern. Dann legen wir das, glaube ich, so. Und da haben wir geopfert direkt schon mal 6, 14 Gold. Und noch ein Piggy mit rein. Und noch eine Flamme. Okay, mal schauen, was passiert. Und wie das Ding funktioniert, ihr haut da Items rein, die werden zerstört, und dann kriegt ihr ein besseres, oder nicht ein besseres, aber ein Item auf dem gleichen Level. Was im Early Game auch ein sehr gutes Item sein kann. Es kann sein, dass Runde 2 ein Godly Item bekommt, zum Beispiel. Gewinnen wir die Runde? Nee, wir haben die gewonnen. Krass. Und kann halt auch sowas sein. Ja. Das kann auch sowas sein. Okay, wir werden nochmal opfern, das Ding. Hier sind mal 4 Gold geopfert. Und wir opfern nochmal rein, die Dinger. Haben wir noch irgendwas Teures? Hm. Oder irgendwie reinpacken. Der hier, ne? Kostet 4. Ist natürlich jetzt ein bisschen wild. Aber ist einfach ein bisschen Gambling. Am Anfang. Ein bisschen Gambling ist es. Und natürlich, die meisten Runden wirst du jetzt erstmal verlieren. Weil du kein gutes Bild hast. Du haust halt diese Tasche voll. Ne? Du musst halt super gutes RNG haben. Dass da irgendwas sehr, sehr Gutes rauskommt. Wie zum Beispiel... Leider nur Mist. Aber wir hauen es nochmal rein. Ich hau jetzt dieses Ding voll, bis was richtig Gutes rauskommt. Auch wenn es natürlich sehr weh tut. Nur ein Ananas. Die kann man ehrlich gesagt spielen. Nicht das Schönste der Welt, aber wir können sie mitnehmen. Wir brauchen dringend eine Tasche. Da ist eine, perfekt. Wir können sie spielen. Wir haben auch keine Waffe, by the way. Wir bräuchten noch eine Waffe. Wir können noch mal reingehen in eine Runde mit Opfern, oder? Wir machen jetzt die letzte Runde Opfern, dann gucken wir, was passiert. Ich meine, wir haben gute Dornen und wir haben gute Survivability, ne? Wir haben sogar eine Chance zu gewinnen hier, tatsächlich. Wir haben eine Peitsche bekommen. Aber hier ist auch ein... Da wäre eine Peitsche. Und wir haben auch schon Dorn. Ne? Das Ding ist, das Item ist leider ziemlich schlecht. Auch wenn es cool ist. Ja. Die Peitsche ist eigentlich ganz gut. Dorn haben wir hier. Das mit rein, das hier rein. Die Flamme dahin. Ich kann auch ein Piggy opfern. Mal sehen. Eigentlich sollten die Piggys mir sogar noch Gold geben. Also nächste Runde, wenn ich die geopfert habe, sollten sie noch Gold geben, die Dinger. Rein theoretisch. Sehr guter Schaden. Wir haben bekommen einen Dolch. Und ich überlege, ob ich zweimal dieses Ding baue. So. Ich überlege, ob ich es zweimal bauen will. Dann schmeißen wir den Dolch rein. Den zwei können wir auch reinschmeißen, weil wir haben ja Dorn. Oder ich schmeiße Stahlumelette mit rein. Das wird auch gehen. Eine zweite Flammenpeitsche, wieso nicht? Schmeißen wir das so rein. Eine doppelte Flammenpeitsche. Könnte man spielen. Brauchen wir aber gleich Stamina. Eine Menge. Und vielleicht noch eine Ananas oder so. Ne? Irgendwie sowas.
Ein Rapier drin. Den können wir leider jetzt nicht nochmal reinpacken, weil der zu teuer ist, ne? Was Stamina angeht. So. Einem Angebot. Stamina Potion, perfekt. Nehmen wir schon mal mit. Wir können den Stein und das Ding reinhauen, vielleicht. Der kann auch nochmal rein, der Stein hier. Okay, dann hauen wir ein bisschen Flammen rein. Wir haben zu wenig Ananas, ne? Eindeutig. Es könnte schwierig werden, jetzt hier genug Dorn zu haben. Ein bisschen Stamina haben wir durch den Trank, müsste aber noch mehr werden. Aber sobald wir so 4-5 Ananas haben, geht es. Na, oder 2 Ananas ist auch okay. Ich meine, eine von den beiden Waffen kann ja immer zuschlagen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ah, guter Damage. Und am Ende ist es halt wirklich ein Stamina-Problem, ne? Bei dem Heat-Level ist es halt ganz knapp. Immer ein bisschen weird. Wir haben ein Schwert bekommen. Feuerbändiger. Und der will Mana haben. Ne? Dann hauen wir den mal hier in die Mitte. Das passt ganz gut. Und seine Geschwindigkeit ist eigentlich nicht so relevant. Eine Ananas, perfekt. Dann hauen wir die mal hier rein. Und Mana haben wir durch den Lümmel. Ne? Das sollte passen. Das sollte passen. Natürlich ist er nicht so schnell, aber das ist nicht so wichtig. Na, weil der wird so oder so super schnell durch das Heat-Level, was wir aufbauen. Deswegen kommt Mana rein. Also Heat-Level sollte sehr schnell hochgehen bei uns. Sehr, sehr schnell. 18. Jo. 23. 31. Und es wird immer schneller werden. Jedes Mal. Da haben wir die Buffs bekommen von dem Lümmel hier. Und auf 60 machen wir 100 Damage. Bam. Wunderbar. Wir wollen nur Heat generieren. Wir brauchen jetzt am besten eine Banane noch. Das ist schön. Banane. Boah, ich würde so gerne noch eine dritte Peitsche bauen. Ich sag's, wie es ist. Noch eine Banane. Die Frage ist, ob zweimal eine... Ich glaube, eine Ananas mehr wäre noch gut, ne? Eine. Aber wir nehmen mal das beides mit. Also eine dritte Ananas auf jeden Fall. Ich glaube, eine Peitsche braucht ungefähr 2 Ananas. Damit die genug Dorn hat. Und das Coole ist halt, wenn du genug Bananen hast, hast du keine Stamina-Probleme, weil die Bananen ja auch schneller werden. Na, durch das Heat-Level. Also alles wird ja schneller. Gleich mal 100 Damage. Aber 50 Schaden wegen seiner Rüstung. Weil die Herzen sind ganz gut, die wir haben. Machen wir überhaupt Damage auf dem Gegner? Ich habe das Gefühl, da kommt nicht viel rein. 110 Heat haben wir. 115. Okay, wir haben genug Ananas. Obwohl, wir haben Stamina-Probleme. Mit Ananas... Mit Stamina sollte es eigentlich gehen. 170 Heat. Leute. Okay, da wäre noch eine. Aber ich denke, wir brauchen erstmal den hier. Ich könnte vielleicht eine Flamme rauswerfen für die, ne? Die wird aber gar nicht mehr reinpassen. Ich will sie halt, wie gesagt, nicht umbauen, weil... Wenn wir die umbauen, haben wir das Problem, dass dann die Banane nicht mehr tickt. Die Banane soll ja durchticken, die ganze Zeit. Okay, wie viel Platz haben wir? Wir haben Platz für... Wir haben Platz für die Ananas, ne? Kommt auch hier rein. Und das können wir kombinieren, sperren, dann wird es auch nicht kaputt gemacht. Soweit, so gut.
Oh, das Herz hätten wir mitnehmen können. Das war ein Fehler. Das Herz wäre ziemlich gut gewesen, weil wir ja genug Herzen bekommen, um das Herz zu aktivieren mit dem Feuer. Ne? Da kriegen wir direkt 15 am Anfang. Ihr seht, die Bananen helfen. Bananen jetzt. Ich kann viel, viel öfter zuschlagen. Wir brauchen noch ein paar mehr Bananen. Ich denke, wenn wir jetzt noch so zwei mehr haben. Yo. Oh, der wird halt leider mit der Ausdauer nicht reinpassen. Der macht aber so viel Damage. Boah, ich würde ihn so gerne spielen. Ich kaufe ihn mal. Das wird halt leider nicht funktionieren. Da müssten wir wahrscheinlich alles rauswerfen. 0,9. Ich könnte eine rauswerfen und ihn reinpacken. Das sollte eigentlich funktionieren. Weil die beide die gleiche Geschwindigkeit haben. Das müsste eigentlich gehen. Wir können es ja mal eine Runde testen. Und dann kann ich vielleicht eine Ananas loswerden. Aber der Drache ist halt so, der macht pro Heat, macht er mehr Schaden. Und ich habe ja ein Heat-Bild. Also Heat-Stacking-Bild gerade. Dadurch mache ich jetzt weniger Heat, weil eine Waffe draußen ist. Ne? Aber mal sehen. Ja, der Schaden ist auf jeden Fall gut, den er macht. Oh ja. Na gut, dann haben wir uns entschieden. Wir behalten ihn. Wir bräuchten eventuell jetzt noch mehr Mana. Hat auch gereicht, oder? Ich glaube, Mana war in Ordnung. Hier ist sehr gut. Das Herz nehmen wir mit, weil wir, wie gesagt, sowieso eine Menge bekommen. Na, jetzt noch eine Banane rein und dann ist GG, glaube ich. Ich bin froh, dass wir den Drachen spielen können, tatsächlich. Weil er genau das gleiche Speed hat, wie der... Was hat der denn? Genau das gleiche Speed wie der, wie die Peitsche, geht es halt auch. Ne? Mehr oder weniger. Auch wenn wir ein bisschen weniger Heat bekommen, natürlich. Hat aber schon viel Self hier, der Gegner. Okay, was macht der jetzt für einen Schaden? Der ist auf 55 Damage gewesen. Holy moly. So, Stamina, Leute. Stamina. Ich brauche halt eigentlich keine Ananas mehr, ne? Also, na gut, sie ist im Angebot. Kein Stamina. No Stamina. Wir haben 4 Ananas. Mehr als genug. Reicht eigentlich die Mana-Murmel? Oder müssen wir noch eine Blaubeere reinpacken? Ich glaube, die reicht. Ne? Und der Gegner hat ein Counter-Ding, der hat die Stoppuhr. Und das ist natürlich ein bisschen böse, weil meine Waffen damit sehr langsam sind. Das merkt man hier auch. Wenn ich jetzt auf 60 Heat komme, habe ich gewonnen. Ich muss nur noch auf 60 Heat kommen. Ja, GG. Knappe Runde. Na toll, noch eine Ananas. Auch wieder im Sale, Leute. Ich muss sie leider mitnehmen. Der Sale, der ist zu lockhaft. Verlockend, meine ich natürlich. Ananas passen hier gut rein, genau wie die. Wir haben halt 4 Stück, ne? Also wir haben viel zu viel Ananas für unsere Waffe hier. Viel zu viele. Aber noch eine Banane gefunden, was sehr nice ist. Haben wir was zum Dibas wegmachen? Ja, die Peperonis haben wir. Genau. Die sollten ein bisschen was runternehmen, was ganz gut ist. Ein Steingolem der Gegner, das tut natürlich ein bisschen weh. Boah, knappe Runde. Leute, ich sage euch, dieser Drache, ja, dass wir den gefunden haben, macht einen guten Job. Ich denke, es wäre mit der Peitsche auch gut geworden. Definitiv. Aber der Dragon macht halt eine Menge Damage, ne? 190, die Flammenpeitsche macht nicht mal ansatzweise so viel. Oh, sehr gut. Stamina Potion. Eine Bag und eine Pepperoni.
Ja, ich meine Blaubeere. Die brauchen wir, glaube ich. Ich nehme sie mal mit. Weil ich nicht sicher bin, ob wir sie brauchen oder nicht. Die kommen wir mal hier rüber. Ich hätte schon gerne das Herz. In einer doppelten Speedback drin. Eventuell schmeißt man eine Ananas raus. Nimm dafür das Crit-Rating mit. Ich denke, so ist okay. Herz ist hier da drin. Da haben wir ein bisschen Crit. Da haben wir die beiden Stamina-Flask, die mithelfen sollen. Und wie gesagt, der Lümmel, der ist nicht so wichtig. Der wird so oder so schnell genug sein am Ende. Das hat dann. Oh, ein Poison-Bild. Oh, Poison-Eiwand ist sehr stark. Sehr, sehr starkes Bild. Und wer auf 60 Heat kommt, haben wir gewonnen. 60 Heat braucht man. Jupp. Das Ding ist, mit 60 Heat machen wir die 100 Damage. 100 Schaden, 60 Heat. Und das merkt man. Kurz am Ende kommt immer so dieser kleine Damage-Boost mit rein. Eine Ananas. Oh, ich kann keine mehr mitnehmen, Leute. Das bringt leider nichts mehr. Und Banane brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Ich nehme mal die Fackel mit für den Drachen. Aber ich habe das Gefühl, eine Banane brauchen wir auch nicht unbedingt. Es war stamina-mäßig ziemlich ausgeglichen gerade. Das war schon okay. Warte, wollen wir nicht bauen? Dann können wir vielleicht sogar eine Stamina-Flase bauen. Wenn es. Es war ja okay. Warte, wird es jetzt zerstört oder gebaut? Ist die Frage. Ich hoffe mal, es wird gebaut und nicht zerstört. Okay, noch eine Stamina-Flasche. Ich hoffe nicht, dass es jetzt zerstört wird, die Banane. Das wäre doof. Jude, ein Stuff of Unhealing. Ah, nee, doch nicht. Das ist ein Spike-Stab. Stamina-Dings benutzt, die zweite benutzt, eine haben wir noch. Oh, ist aber. Ich glaube, den kriegen wir nicht down, ne? Nicht mal mit 100 Damage kriegen wir den Dauer. Der war zu mächtig. Okay, es hat funktioniert. Sehr schön. Dann können wir auch besser jetzt unsere Teile hier hinstellen. Ich meine, wieso nicht? Das bringt uns nicht viel, ne? Bin richtig dumm. Wisst ihr, wieso es mir nichts bringt? Weil wir nicht mehr viele Runden haben. Ich nehme mal noch so ein Mana-Ding mit. Vielleicht bringt das was. Na gut. Oh, oh. 100% Crit-Schwert mit doppelten Imbersockeln. Oh, no. Das ist ein Two-Shot, Leute. Das ist Legend Two-Shot. Autsch. Wir kommen so nicht wirklich zum Scalen. Ne? Oh, Prismatic Orb kann man immer mitnehmen. Ich weiß, was verrückt ist. Ich nehme jetzt diesen Fächer hier mit. Little bit Lifesteal. Yo, der hat einen Cubert. Bin ein bisschen neidisch. Mal gucken, ob das Ding reicht mit dem Fächer. Ich habe nicht so das Gefühl, es funktioniert mit dem. Auch Stamina-mäßig, aber der hat zu viel Healing der Gegner, ne? Ja.
Mir fehlt leider Anti-Heal und solche Dinge. Ja. Ich habe keinen Anti-Heal, der hat ein sehr starkes Bild. Aber cool, wir haben einen Drachen gefunden. Die neue Tasche hat, oh, hat okay funktioniert. Ja. Hat okay funktioniert, würde ich sagen. GG's.